Und ein herzliches Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Nühe, Gameplays als Hobby. Und wir sind hier gerade wieder im Dschungel, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung, Trinity wurde irgendwie von so einem komischen Wesen befallen, angefallen, wie auch immer, und logischerweise auch getötet. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Schauen wir einfach mal. Schaut den letzten Teil, falls ihr nicht Bescheid wissen, was es geht. Und dann wollen wir mal. Echo ist unterwegs. Kann ich auf dem Wagen? Nee. Das sind aber komische Töne. Oh, da haben wir ein Dokument. Genau, direkt vor uns. Operationsupdate, ein Bericht von Trinity. Dr. Dominguez. Wir haben unser Lager nahe der aufgegebenen Ölraffinerie außerhalb des Dorfes aufgeschlagen. Suchen die Gegend weiter ab. Haben Kontakt mit den Dorfbewohnern aufgenommen. Keiner von ihnen hat Informationen über den einsamen Wolf. Eine kleine Gruppe hat sich aus dem Hauptlager abgesetzt und Vorräte für 2 Wochen gestohlen. Empfehle die Beseitigung dieser ehemaligen Mitarbeiter nach Abschluss der Operation. Noch keine Spur von Croft. Es gibt Berichte über einen Flugzeugabsturz 10 Kilometer vom Dorf entfernt. Vielleicht haben wir ja Glück. Anmerkung: Ein Dorfbewohner meinte, eine gewisse Abby Ortiz sollte möglichst nichts von unseren Aktivitäten mitbekommen. Haben ihren Namen ans Hauptquartier geschickt. Dossier trifft in Kürze ein. Wir prüfen derzeit verschiedene Vorgehensweisen und Notfallpläne. Okay. Achso, ist noch ein Auto. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Danger! Daily Checklist, okay. Okay, da können wir nicht rauf. Geht nur hier entlang. Okay, man sieht da so viel. Schauen wir mal. Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Es ist vorbei. Du bist sicher. Ich sehe sie noch immer. Alles okay jetzt? Alles okay, alles gut. Ups. Wir gehören nicht hierher. Es ist vorbei. Du bist sicher. Alles okay jetzt? Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Na, wo ist er denn? Da. Ist auch noch einer. Der hat einen Helm auf, das ist blöd, ich kann da keinen Kopfschuss machen. Er scheint sich aber auch nicht wirklich umzudrehen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen.
Rain Nummer 2. Die gucken beide in meine Richtung, das ist scheiße. Das war aber nichts. Den da kriege ich nicht leise, glaube ich. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich fühle mich wirklich wie zurück in die Evil Within 2 versetzt. Ich find's cool. Mir gefällt's. Was noch eine dritte Person? Oh, ist sogar eine vierte noch dazu. Okay, jetzt stehen die beiden dort. Na, nimm doch. Ah! Wo ist er hin? Da ist er. Wir sind hier. Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Noch mehr? Oder auch nicht? Okay. Was sind das für Kreaturen? Wo sind die zwei Verbrannten hin? Es muss einen Weg hier rausgeben. Vielleicht in der Richtung, wo sie herkamen. Okay, sie hat die Waffe weggesteckt. Oh, da hätte ich auch hochgekonnt. Darüber kann ich bestimmt nicht. Oh, Stoff. Dafür habe ich nicht genug Platz.
Ist schon voll. Oh, hier wäre auch eine Flasche gewesen. Da kann man hoch. Müssen wir natürlich ausprobieren. Ist ja klar. Wer weiß, was es hier gibt. Eine Flasche. Okay, da hätte ich auch hier noch hochgekonnt. Hätte ich echt viele aufknüpfen können, so gesehen. Hiervon nehmen wir mal eins mit. Alles voll, oder? Ja. Wo muss ich hin? Muss ich doch hier hoch? Ja. Tatsächlich. Nach Kuwakiaku zurückkehren. Ich glaube, das habe ich auch vor. Ich möchte hier nicht länger bleiben. Wir haben jetzt nichts übersehen, oder? Hier geht's wohl noch lang. Ich hoffe, das hier war jetzt nicht da auf dem Platz, wo wir gerade waren, weil das habe ich nämlich jetzt nicht gesehen gehabt. Hier brauchen wir eine Schrotflinte, das weiß ich. Oder kann ich hier nochmal hoch? Tatsächlich kann ich nochmal hoch. Ich will mich erst nochmal absichern. Ja, irgendwie links von mir, aber da komme ich nicht hin. Okay. Na, so bin ich wenigstens abgesichert und ich weiß, ich habe hier nichts übersehen. Das ist gut. Was ist das für ein Hochhaus da oben, ey? Passiert hier noch etwas? Okay, auch tot. Gott, überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Jonah, Abby. Hey, Lara? Ich habe was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pishtakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Okay. Ganz aus Zufall möchte ich eigentlich gar nicht mehr im Dschungel alleine rumlaufen. Suche auf den Globus, ein Bericht über Tönnies Suche nach Objekten nahe Macht. Über die Suchteams und deren Funde. Bereich Zentral- und Südamerika. An Dr. Dominguez. Mexiko. Cozumel. Tempel der Chakchel entdeckt. Städte stillgelegt und gesäubert. Brasilien. Region Itixi-Mitari. Eine Sackgasse. Städte stillgelegt und gesäubert. Verlegung des Teams nach Trinterira-Wakaja. Bitte was? Region Munduruku. Suche bislang ergebnislos. Probleme mit der Regierung. Empfehle Schließung der Städte. Erwarte weitere Anweisungen. Region Trinterira-Wakaja. Fortschritte mit einheimischen Stämmen erzielt. Untersuchung wird fortgesetzt. Peru. Kuwakiaku. Tempel entdeckt. Nachforschungen laufen. Ich glaube, die Nachforschungen laufen nicht mehr. So, wir haben hier selber nichts zu finden. Und nichts zu melden.
Außer hier tote Trinity-Soldaten ausplündern. Die haben immerhin Gold bei sich. Okay. Hui. Je nachdem, wie das Licht immer hier in so einen See einfällt, kann man echt sehr schwer etwas erkennen. Okay, wie es aussieht, gibt es hier nichts, außer hier so ein Gras. Hier gibt es Gras. So, hier, genau, das dürften wir ja hier schon wieder kennen. Und hier haben wir nichts weiter eigentlich zu finden. Kann man den Monolith schon lesen? Nee, er hat immer noch ein Schloss. Schade, wir haben doch jetzt schon so viel gefunden und gelesen, aber wir können es immer noch nicht lesen. Na gut. Haben wir eigentlich schon unsere Herausforderung geschafft? Das hier war das mit dem Pflanzenfressen. Das haben wir wohl auch schon geschafft. Keine Ahnung. Es ist zumindest grau. Ich nehme an, dass das diese ganzen Benzinfässer waren, die wir in die Luft sprengen sollten. Gut, dann können wir hier eigentlich nicht mehr viel machen, ne? Hier mein Lager. Erstmal speichern. Ja, Fähigkeitspunkte. Was können wir machen? Das hier wollte ich doch eigentlich, ne? Oh ne, das war das nicht. Das hier wollte ich eigentlich. Schießt die Palle gleichzeitig auf zwei erfasste Ziele. Das ist natürlich echt klasse. Oder was haben wir hier? Genau, und was ist das nächste? Benutzt die Anseifer von Ästen aus, um Feinde zu töten und ihre Leichen im Geäst zu verstecken. Hä? Ist das nicht dasselbe? Um Feinde zu töten, aufzuknüpfen. Feinde zu töten und ihre Leichen im Geäst zu verstecken. Also sie fallen da nicht auf wahrscheinlich. Erhöhte Chance beim Plündern von Feinden und Tieren, Pfeile wieder zu erlangen. Ich glaube, das hier machen wir auf jeden Fall mal. Verlockung der Viper. Stellen Sie Lockpfeile her. Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Giftwolke aus. Sichtfeld wird vernebelt. Hey, das ist auch gut. Wählen Sie mit 1 den Bogen. Halten Sie zur Herrschaft von Lockpfeilen, benötigen geräuschlose Pfeile, Stoff und Toxin. Diese Pfeile locken Feinde in der Nähe an und geben einen tödlichen Nervengas frei, wenn sie explodieren. Ja, cool. Damit haben wir doch wieder was Gutes gefunden. Wir nehmen das jetzt einfach mal. Oder? Ich weiß es nicht. Wird schön. Okay. Können wir noch irgendetwas verbessern? Bei der Waffe geht auf jeden Fall anscheinend noch etwas. Das letzte, was geht. Was geht? So. Damit hätten wir das hier schon mal voll. Hier können wir wohl auch noch was verbessern. Machen wir das jetzt einfach mal. Dann haben wir alle Sachen, die wir ausgerüstet haben, schon mal voll verbessert. Das ist doch schon mal supi. Hier haben wir nichts. Sehr schön. Wo geht's da lang? Da bin ich hergekommen, ne? Oh. Habe ich das immer noch nicht eingesammelt gehabt?
schnell rennt, geht hier nicht. Pfad der Toten, John in den Ruinen treffen. Dann treffen ihn meine Ruinen. Jonah? Wir sind unten. Okay. Bevor wir da jetzt runtergehen, gehen wir erstmal nochmal zum Markt. Wir sind ja sowieso schon fertig, so gesehen von der Zeit her. Kann ich jetzt nochmal alles hier... Kann ich jetzt natürlich nochmal nachgucken gehen. Wie geht's? Ve algo que le guste? So, gibt's hier was Neues? Nee, ne? Nope, schaut nicht danach aus. Können wir was verkaufen? Wie viel haben wir von irgendetwas? Komm, hier machen wir mal so 5 Stück. Oh, von mir aus so 6. Es un buen trato para ambos. Excelente lección. Einfach nur, dass wir ein bisschen Platz haben. Es un buen trato para ambos. Excelente lección. Es un buen trato para ambos. Das hier kann ich eh noch nicht verwenden, aber da können wir ruhig da mal ein bisschen mehr machen. Excelente lección. Es un buen trato para ambos. So, haben wir da noch ein bisschen Gold zusammengesammelt. Ich weiß nicht, ob ich das Outfit kaufen soll. Damit würden wir echt mehr Erfahrungspunkte machen, da wir hauptsächlich eigentlich im Stillen arbeiten. Aber das ist so teuer. Hi. Mire lo que tengo. Hi. 3000 sind 7500. Ich meine, jetzt haben wir das Gold. Erhöht die Menge herstellbarer Munition. Ich meine, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber so einen Look irgendwie vollständig haben, warum nicht? Exzellente Lektion. Benötigt Überreste herstellen und Basislager. Die Dinger muss ich erst herstellen. Es un buen trato para ambos. Na toll. Un placer hacer negocios con usted. So, dann haben wir hier eigentlich jetzt alles, soweit es geht. Wir gehen jetzt trotzdem nochmal zum Lager, um nachzuschauen, ob wir es schon mal herstellen können. Und dann ist eigentlich langsam mal Feierabend mit dem Teil. So, Klemmetschen. Was haben wir denn da? Das funktioniert leider nicht. Okay. Achso, das eine war ein Oberteil. Das kann man zumindest machen. Herstellen. Erhöht die Munitionsmenge, die unterwegs hergestellt wird. Und das hier war, Feinde brauchen Länge, um Leer zu entdecken. Das ist natürlich besser in der Hinsicht. Okay, aber hier die Füße wären natürlich gut. Gewehr zusätzlich fett und Schwarzpulver und Bergungsgut aus jeder Quelle. Ja gut, okay, ist auch in Ordnung. Aber das hier Gewehr zusätzlich Pflanz... Oh ne, das war das hier. Gut, dann lassen wir das hier logischerweise noch an, so lange wie möglich. Und wenn wir das hier herstellen können, ziehen wir das hier an. Bonus-EP, lautlose Kills. Lautlose Kills machen wir sehr viel. Und von daher wäre das natürlich sehr praktisch, um schneller hochzukommen von den Erfahrungspunkten und Fähigkeitspunkten, damit wir schneller alles irgendwie freischalten können. Das Spiel geht ja doch noch eine Weile und das wäre natürlich einfach perfekt, wenn wir frühestmöglich alles frei haben. Okay, wir beenden das mal hier jetzt schon mal und das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession in Kuwakiyaku. Ich bin von Nya, Gameplays als Hobby und wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Lasst noch einen Daumen oben da und falls ihr neu seid, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, hoffentlich beim nächsten Teil oder bei anderen Let's Plays von mir. Auf jeden Fall viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Tschüss.